Mir liegt ein Lalaukuki im Koma, wie ma wa, ma wu wishoyo, we we wushi, wa wa wisha wa we, kavu kanichi chuchu. Was mich so bedrückt, das ist der Besitzergnuden. Der drückt so, der lässt mich erleben, dass ich das wäre. Der diese Schwere und diesen Kummer, aber auch das Freude und die Leichtigkeit erleben lässt. Da gibt mir das Gefühl, dass ich der Besitzer bin. Und wenn er nicht da wäre, der Besitzerknoten, dann wäre ich auch nicht als jemand definiert, der etwas auf sich beziehen könnte. Und jede spirituelle Technik, um dieses Ego oder den Besitzerknoten loszuwerden, stärkt ihn nur. Weil er gibt ihm dann, gibt diesem Dings dann nochmal Aufmerksamkeit und bestätigt ihn in seiner Existenz. Der Besitzerknoten ist einfach installiert worden vom Leben. Und er wird wieder deinstalliert zu seiner rechten Zeit. Also, er hat ein paar Verfallsdauerungen, weil er ja eine Erstellungsdauerung hat. Als kleines Kindchen, da hat der hier das Bewusstsein oder was auch immer das ist, hat noch nicht so das Gefühl gehabt, dass da der Besitzer ist. Das wird dann verfestigt durch das Einredevermögen seiner selbst. Die ständige Wiederholung durchs Umfeld, ja, das bist du, das gehört doch dir. Du hast doch das. Das ist doch deins. Aber wie heißt schon so schön? So schön. So schön. Eher geht ein Kamel durchs Nadelöhr, als dass ein reicher Mann das Himmelreich betritt. Und dann kennst du so vielleicht die Momente, wo du merkst, du hast nichts, du brauchst nichts, du willst nichts. Da ist wunschlose Glückseligkeit. Aber dann kommt er auf einmal wieder, der Besitzer, will er wieder was, er glaubt, er hat was, dann hat er wieder Angst, dass er es verliert und so weiter. Ja, das ist einfach die Erfahrung. Und der Erfahrung wird dann wieder eine Erfahrung folgen. Weil es wurde noch keiner gefunden, der den Anfang von Erfahrung hat finden können und auch noch keiner, der das Ende von Erfahrung hat finden können. Es ist wahrscheinlich ein unendlicher, nie auf- und anfangender Ström von Erfahrungen durch unendlich viele Kameraeinstellungen, unendlich viele Körper- und Besitzerknoten, durch die dann sich eingebildet wird. Man ist der Wichtigste auf der Welt, man muss sich um sich kümmern und so weiter. Man muss das Leben total persönlich und ernst nehmen und hat eine Verantwortung. Und innerhalb dieses Besitzerknoten-Glaubens kann man für euch glauben. Wer sollte einem den Glauben nehmen können? Vielleicht ein Schicksalsschlag oder der bestätigt einen auch noch im Glauben. Und da wird so das Verrückteste geglaubt. Der eine sagt, oh ja, schade, dass nicht mehr so viele Leute an den Teufel glauben, weil dann würden sie auch wieder an Gott glauben und bla bla bla. Also immer diese Trennung, dass da etwas anderes wäre, eine höhere Autorität als du oder eine niedrigere. Das dient alles immer nur zur Bestätigung der kleinen Identität von sich selbst, damit man sich abgrenzen kann. Weil wenn man sich nicht abgrenzen kann, dann kann man sich nicht definieren als jemand. Da wäre man dann gar keiner, da wäre man vielleicht dann alles, aber man wüsste es gar nicht mehr. Also kann man immer nur das wissen, was man nicht ist und sich in dieser Ursünde der Verwechslung mit einem Bild von sich selbst, da kann man dann einfach drunter leiden und vielleicht genießen, dass man es nicht schafft. Also absolut versagen und dann bleibt das, was man ist, was man nicht sein kann. Das kommt und geht nicht. Und alles, was kommt und geht, das kommt und geht halt als Erfahrung. Durch eine Beschreibung von Anfang und Ende. Vielleicht kommt, aber geht auch gar nicht. Vielleicht ist jeder Moment ewig und unendlich ewige Momente sind ewig vorhanden. Und die werden auch in einer zeitlichen Abfolge erlebt. Aber wer müsste das alles wissen? Güte ist ja ohne, dass ich irgendwas verstehen muss. Trotzdem ist er trotzdem das, was er ist. Halleluja, hat er gesagt.